Das ist ein Konzept der elektronischen Datenverarbeitung. Ich will Ihnen an einem Beispiel erklären, was ich meine. Die in der Illegalität lebenden Terroristen sind natürlich bei keiner Behörde gemeldet, wie zum Beispiel Einwohnermeldeämtern. Sie können deshalb auch kein Bankkonto einrichten. Sie zahlen also ihre Mieten bar. Haben Sie keinen Appetit? Wir zahlen alles bar. Gas, Wasser, Stromrechnung. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Mathematische Gewissheit.